Was ist ein Schutzkonzept? Unsere Schule ist kein Tatort. Alle sollen sich in unserer Schule sicher fühlen und vor Gewalt geschützt sein. Deshalb arbeiten wir an einem Schutzkonzept gegen Gewalt und gegen sexualisierte Gewalt. Wir, das sind SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen. Unterstützt werden wir dabei vom Schulpsychologischen Dienst der Stadt Leverkusen. Damit die KKS ein sicherer Lernort ist und schnell und gut geholfen werden kann, falls doch mal was passiert, gehen wir gemeinsam die folgenden Schritte. Der erste Schritt lautet: AG bilden und schulen. Wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, die AG Schutzkonzept. Sie setzte sich bisher intensiv damit auseinander, was Gewalt eigentlich genau ist und sein kann. Außerdem plant die Arbeitsgruppe lehrreiche Veranstaltungen für SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen. Als zweites folgt dann die Potenzial- und Risikoanalyse. Wir wollen herausfinden, was unsere Stärken sind und wo sich Gefahren verstecken. Drittens, Entwicklung des eigentlichen Schutzkonzepts. Das Schutzkonzept baut auf grundlegenden Werten und Verhaltensregeln auf. Es soll Angebote zur Verhinderung von Gewalt geben, Anlaufstellen für Beschwerden und einen Ablaufplan für Notfälle. Viertens, Öffentlichkeitsarbeit. Alle Informationen rund um das Schutzkonzept werden in der Schule und auch außerhalb bekannt gemacht. Der fünfte Schritt ist schließlich die Weiterentwicklung. Denn die Arbeit für die Sicherheit und den Schutz aller wird immer fortgeführt, verbessert und an aktuelle Umstände angepasst, damit Kinder, Jugendliche und Erwachsene in unserer Schule sicher gemeinsam lernen, arbeiten und leben können.